eben stark im Vorbereitungsspiel. Das sind ja so gut die Freunde und unser Nachbarn, das TSV Gruber. Nermin, Testspiel gegen Grunbach. Beides Mannschaften, die oben mitspielen in ihrer jeweiligen Liga. Wie ist das Testspiel gelaufen aus deiner Sicht? Ja, aus meiner Sicht ist das Testspiel für uns sehr gut gelaufen. Natürlich gegen einen Landesligist, der oben drin mitspielt. 2-2 rauszuholen ist eine tolle Leistung von meiner Mannschaft. Aber das hat sich alles bestätigt in der letzten Woche, auch Anfang der Vorbereitung, wie die Mannschaft mitgezogen hat. Und die Mannschaft hat sich das erarbeitet, das Ergebnis. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Spielverlauf, mit der taktischen Vorgabe, wie die Mannschaft das umgesetzt hat. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Gab leider viele Verletzte, vor allem auf Grunbacher Seite. Vielleicht einfach unglücklich passiert, aber seid ihr vielleicht auch übermotiviert gewesen oder was denkst du? Nee, übermotiviert definitiv nicht, weil meine Spieler sich eigentlich auf die Aufgabe fokussiert haben. Das Verletzte, tut mir leid für Grunbach, aber ich habe jetzt nur eine Verletzung gesehen, das war an der Außenlinie, das war ein ganz normaler Zweikampf passiert und die anderen zwei habe ich leider nicht so richtig mitbekommen, da kann ich leider nichts dazu sagen, aber übermotiviert war meine Mannschaft definitiv nicht. Also auch nicht untermotiviert, was schon mal positiv ist. Nein, untermotiviert definitiv nicht. Sie waren fokussiert auf das Spiel. Sie wollten unbedingt die taktische Vorgabe umsetzen und natürlich auch gegen Grunbach. Das ist ein Derby, natürlich gut aussehen und auch gewinnen. Ja, was kannst du sonst zur Vorbereitung sagen? Wie ist sie gelaufen? Wie konnte man sich verstärken? Wie haben sich die Verstärkungen jetzt bis jetzt beweisen können? Also wir haben zwei Spieler dazugekriegt, der Patrick Schweigl aus Grunbach und Pascal Gauss aus Höfen. Die haben sich sehr gut integriert. Zur Vorbereitung kann ich sagen, wir waren am Ende Januar in Großaspach, haben ein tolles Trainingslager gehabt. Wir sind schon 4 Wochen in der Vorbereitung und so wie das jetzt läuft, auch mit den Testspielern haben die Spieler sehr, sehr gut mitgezogen und sind, denke ich mal, jetzt schon auf einem sehr guten Niveau. Ihr seid auf Platz 1 in der Kreisliga Pforzheim, 4 Punkte Abstand. Was habt ihr euch jetzt vorgenommen? Ja, was haben wir vorgenommen? Tolle Spiele absolvieren. Dies in der Vorrunde wieder zu bestätigen. Aber es ist immer schwierig, wie laufen die ersten Spiele an? Haben wir dann Verletzte oder es kann alles ganz anders da laufen? Für uns ist es wichtig, in Tritt zu kommen, die ersten Spiele für uns zu gestalten und dann wird man weitersehen, was passiert. Nermin, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön.